Wasser belebt und entspannt. Und wer braucht das nicht? Die Balance zwischen Aktivität und Ruhe, zwischen Leistung und Entspannung. Bei der Arbeit und bei sozialen Kontakten spannen sich Muskeln und Nerven unwillkürlich. Ebenso sollten sie sich auch wieder entspannen. Dieses Gleichgewicht ist eine der Grundlagen unseres Organismus. Ungenügende Entspannung kann Krankheiten auslösen. Etwa Herz-Kreislauf-Beschwerden, Schlaf- und Verdauungsstörungen, Asthma, Ängste und Depressionen. Gesundheitlich vorsorgen heißt, sich reichlich bewegen, aber auch genug entspannen. Wasser hat eine tief entspannende Wirkung auf den Menschen. Und ich glaube, es liegt daran, dass Wasser die Schwerkraft zu einem guten Teil aufhebt. Man erlebt so die schwere Leichtigkeit des Seins. Zudem kommt, das Wasser ist das Urelement des Lebens. Das Leben ist aus dem Wasser entstanden und jeder Mensch ist im Fruchtwasser geboren. Und irgendwie dockt das Wassererlebnis ja an Urzeiten an. Watsu oder Wassershiatsu heißt diese Körperarbeit. Sie ist, angelehnt an die japanische Druckpunktmassage Shiatsu, 1980 in Amerika entwickelt worden. Das Wasser ist 35 Grad warm und es trägt rund 90% des Körpergewichts. Darum können Gelenke und die Wirbelsäule mit Leichtigkeit bewegt werden, wie es an Land so nie möglich wäre. Der Körper reagiert innerhalb einer Lektion schnell. Der Puls, der geht runter, der Kreislauf geht runter, die Entspannung wird sehr groß und man kann wirklich an verkürzten Strukturen arbeiten, viel tiefer, als wir uns das vielleicht im Bewusstsein haben. Man kann sehr stark in die Tiefe von Gelenken, in die Tiefe von Strukturen, muskulären Gewebe vordringen. Je besser der Körper gelockert werden kann, desto mehr wird er durchblutet. Davon profitieren alle inneren Organe, auch das Gehirn. Es ist eine ganz tolle Entspannungsmöglichkeit. Ich bin mir meines Körpers bewusster geworden. Es ist nicht so, dass ich da schlafe, sondern ich nehme das gleichzeitig wahr, was mit meinem Körper passiert. Weil ich mich auf mich konzentriere, meine Augen zu habe, nicht viel höre und einfach so mit den Bewegungen mitgehen kann. Mit wachsendem Vertrauen in den Therapeuten kann man schließlich untertauchen. Bis zu einer Minute. Wie in Zeitlupe. Aber es ist Echtzeit. Wassertanz nennt es sich. Der Puls ist dabei um rund 30% tiefer als gewöhnlich. Ob man wohl immer rechtzeitig heraufgeholt wird? Das spürt man auf jeden Fall, weil es wird auch eine Verspannung kommen, wenn die zu wenig Luft hätten. Aber so weit wollen wir es gar nicht kommen lassen, denn wir möchten die Klienten eigentlich vorher raufnehmen, dass sie eher in das Gefühl reinkommen, oh nee, du hättest mich noch ein bisschen länger unten lassen können. Der Wassertanz wurde 1987 in der Schweiz entwickelt. Er fördert die Konzentration auf sich selber und kann helfen, Ängste abzubauen. Ich bin selber so ein Angstkind. Ich habe immer tauchen können, aber ich hatte verdrängt, dass ich mal fast ertrunken bin. Und mit der Wasserarbeit konnte ich eben gerade dieses Thema aufarbeiten und fühle mich heute freier denn je. Bei dieser Körperarbeit sind sich Therapeut und Patient sehr nah. Wenn das Klima zwischen ihnen stimmt, können neben Ängsten und Verspannungen etwa auch Schlaf- und Verdauungsstörungen behoben, falsche Bewegungsmuster korrigiert oder psychische Probleme angegangen werden. Entspannung ist eine Grundvoraussetzung des Lebens. Ich muss
entspannt sein, um nachher anspannen zu können. Das heißt körperlich, dass ich leistungsfähig bin, das heißt, dass ich belastbar bin und mental, dass ich wirklich mich auf etwas fokussieren kann. Entspannung ist, bedeutet, dass ich attraktiv bin, ja, dass ich gut aussehe, dass ich eine gewisse Lockerheit habe in meinem Körper und in meiner Art und Weise, wie ich die Dinge anpacke. Kinder bis zu 10 Jahren haben damit in der Regel kein Problem. Sie lachen, schreien, spielen. Das entspannt und lockert. Sie finden intuitiv ihre Balance zwischen Aktivität und Erholung. Wenn sie sich schlaff fühlen, können sie in kurzer Zeit entspannen. Manchmal genügen ein paar wenige Augenblicke ab vom Spielfeld, um neue Energien zu tanken. Aber später, mit dem Beginn der Pubertät, mit einer vermehrten Bewegungsfaulheit, mit dem vielen Sitzen, können Probleme auftreten. 50% der Schulabgänger haben eine schlechte Haltung. Das heißt, sie sind verspannt. Nach der Schulzeit geht's oft sitzend weiter, in Beruf und Freizeit. Angewinkelte Beine und Arme behindern die Durchblutung der Muskulatur. Es kann zu Stauungen kommen, zu einer Reizung der Nervenenden und schließlich zu Schmerzen. Verspannung äußert sich bei Menschen auf 3 Ebenen. Das erste ist die körperliche Ebene. Wir erleben das als Muskelverspannung. Ich merke, es tut hier weh, das ist angespannt, hier ist es starr. Die 2. Ebene ist das Psychoemotionelle. Dort erlebe ich Spannung als Stress. Ich habe Konflikt, ja, ich bin unruhig, ich bin gestresst. Und die 3. Ebene ist die mental-geistige Ebene. Dort erkenne ich es an der inneren Ruhelosigkeit. Ich habe einen Gedanken, jagt den anderen. Ich springe von einem zum anderen und bin ohne Fokus und ohne Ruhe. Und diese 3 Ebenen, also körperliche Verspannung, Stress und Ruhelosigkeit, sind die Kennzeichen der fehlenden Entspannung. Es gibt Dutzende von Entspannungstechniken, aktive und passive. Und fast alle tangieren Körper, Geist und Psyche, sind ganzheitlich. Joggen, Velofahren, Gehen oder Schwimmen etwa sind aktive Entspannungsmethoden. Hier findet bei jeder Bewegung ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung statt. Das Rhythmische, Repetitive hat zudem eine beruhigende Wirkung auf Gefühle und Gedanken. Die angehenden Sportlehrerinnen und Lehrer am Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität Bern lernen aber auch Methoden kennen wie die sogenannte muskuläre Entspannung. Und verlangsamen die Bewegung. Im Mittelpunkt steht die Atmung. Wir drehen den linken Arm ein, atmen ein, werden groß in der Atmung, atmen aus. Es sind Übungen zunächst, die jeder Sportler kennt. Lockern und dehnen. Dann aber lernt man alle Muskelpartien einzeln kennen und entspannen. Muskuläre Entspannung gibt uns die Möglichkeit, unsere Leibwahrnehmung zu verbessern. Wir bekommen ein besseres Gefühl für die Körperwahrnehmung. Wir werden sensibler für Spannungen ganz allgemein, sodass nicht direkt Schmerzen auftreten müssen, bis wir spüren, dass hier eine Verspannung vorliegt. Muskuläre Entspannung ist auch recht einfach zu lernen. Es ist auch eine Möglichkeit, am Arbeitsplatz kurzfristig zu entspannen oder beim Autofahren eine Pause einzulegen und mit 2, 3 Übungen sich fit zu halten und auch das Wachzentrum wieder zu aktivieren. Wir spannen die Hand an zur Faust, atmen in die Spannung hinein. Und mit einem feinen Ausatmen lassen wir los. Mit dem Loslassen der Überspannung werden auch nicht bewusste Alltagsspannungen abgeführt. Wir wenden uns jetzt mit der Innenwahrnehmung dem Gesicht zu, kneifen die Augen zusammen, runzeln die Stirn, weisen ganz leicht auf die Zähne, halten die Spannung jetzt. Bei jeder Spannung staut sich das Blut. Bei der Entspannung fließt es wieder, bringt Sauerstoff ins Gewebe, regt den Stoffwechsel an und wärmt die Haut. Der amerikanische Arzt Edmund Jacobson hat 1929 erstmals die progressive Relaxation vorgestellt. Heute gibt es viele Variationen der muskulären Entspannung.
Ihre Wirkung ist wissenschaftlich belegt. Sie werden auch therapeutisch eingesetzt, etwa bei Schlaf- und Schmerzproblemen. Im Sport werden sie als mentale Wettkampfvorbereitung und zur Regeneration genutzt. Natürlich ist es auch eine günstige Form, zum Beispiel für Prüfungsstress abzubauen, im Jugendalter Beziehungsstress zu regulieren. Entspannen ist so etwas wie ein Lifestyle, gehört dazu, ist Allgemeinbildung. Das Training führt weiter zur sogenannten inneren Körperreise, bei der die gleichen Übungen sich nur vorgestellt werden. Wir stellen uns jetzt nur vor, dass wir die Schultern nach oben ziehen, nach vorne drücken. In Wirklichkeit bleiben wir ganz entspannt liegen. Wir ziehen jetzt die Schultern nach oben, drücken sie nach vorne, halten die Spannung, atmen in diese Spannung hinein. Damit kann eine Stresssituation, vor einem Vortrag vielleicht, überwunden werden, ohne dass die anderen es sehen. Es ist zuerst sehr ungewohnt, wenn man sich das nicht gewöhnt ist. Man hat zuerst ein Gefühl, wie beim Einschlafen vielleicht, wenn man sich zu entspannen versucht. Doch vor allem mit der progressiven Methode, wenn man die Muskeln wirklich kurz anspannt, merkt man eine wohlige Wärme in den Gliedern. Man muss sich einfach darauf einlassen wollen und können. Es geht nicht alle Tage gleich. Manchmal ist man noch so abwesend, ganz an einem anderen Ort, und dann geht es nicht so gut. Man fühlt sich sehr entspannt, warm. Es ist so, wie wenn man im Winter in einen warmen Raum kommt, wo ein Feuer ist, und man so richtig sich wohlfühlt, wie man einen warmen Pullover trägt und dann so richtig so sich einfach so sein kann. Yin und Yang, Ruhe und Bewegung. Nacht und Tag, das sind im asiatischen Denken Pole, die sich gegenseitig bedingen und die sich kontinuierlich wandeln. Diese Erkenntnis ist in China 4000 Jahre alt. Auch das Wissen, dass man sich durch Bewegung und Entspannung gesundheitlich im Gleichgewicht halten kann. Dass auch Tänze etwa eine trübe Stimmung aufheitern können. Im heutigen China wird diese Tradition der Gesundheit durch entsprechende Körperübungen bewusst wieder gefördert, als kostengünstige Vorsorge. Ernst genommen wird vor allem die gute Zirkulation des Blutes und damit der Lebensenergie, des sogenannten Qi. Qigong, ein Begriff aus dem 20. Jahrhundert, umfasst verschiedene Methoden, die sich mit dem Energiefluss im Körper befassen und die die Selbstregulierungskräfte anregen. Die Hände nehmen Energie, gehen von vorne hinauf. In den Thermopunkt hinein. Die Hände führen, Energie fließt hinunter, instant. Die Hände und der linke Knie gehen von vorne hinauf. Der chinesische Meister Lien Chenqing in Bern mit seinen Schülern bei Qigong-Übungen. Wichtig sind Körperhaltung, Atmung und Vorstellungskraft. Man stellt sich vor, wie die Atmung oder die innere Energie fließt. Innere Energie fließt zur linken Hand, zur rechten Hand, nach links. Der Körper sollte stabil und gleichzeitig locker sein. Wenn das gelingt, hat man das Gefühl, als ob man fliegen kann wie ein Kranich. Viele Übungen des Qigong beruhen auf der Beobachtung von Tieren. Öffne und geh hinauf. Hinunter. In der traditionellen chinesischen Medizin geht man davon aus, dass die Energie durch ein Netz von 12 Bahnen fließt, durch sogenannte Meridiane, ähnlich dem Blutkreislauf. Verbrauchte Energie fließt durch diese Bahn wieder hinaus, im neuen Einladen. Und schlechte, verbrauchte Krankheiten also abtransportieren. Das ist von dieser Bewegung. Die Bewegung hilft, dass Meridiane fließen. Gut. Als Zentrum der Schwerkraft und der Energie gilt das Dantian, zwei Finger breit unterhalb des Bauchnabels. Bis da hinunter soll die Atmung fließen. Das stimuliert auch das Zwerchfell und die inneren Organe. Die Hände führen.
Energie fließt es hier instant hin. Einesteils gibt es die Entspannung, weil es sehr ruhig ist und fließend, vor allem in den Bewegungen. Und durch das Fließen der Energie wird man auch mit Energie aufgeladen. Also man spürt irgendwie eine innere Kraft. Es ist nicht eine Muskelkraft, es ist eine Kraft, die von innen kommt. Ich bin Therapeut und das braucht man dann, um selber gesund zu bleiben. Ich habe einen lädierten Rücken, hatte eine unglückliche Operation und Qigong vor allem nimmt mir Schmerzen. Und dann insgesamt gibt es eine unheimliche Zentriertheit und Kraft. Zum Beispiel hatte ich nicht Angst, abends durch die Straßen zu gehen. Ich könnte die Leute überraschen, noch trotz meinem Alter. Nach oben. Im Qigong wird auch Nacken und Gesicht massiert, weil sie besonders viel Spannung aufnehmen und weil die Sinnesorgane durch die Meridiane mit den inneren Organen verbunden sind. Im China-Medizin sagt man, die Nase ist der Fenster der Lungen. Und die Augen vom Leber, die Zunge vom Herz und die Ohren vom Nieren. Und sie massieren, damit die Augen klar sehen können, die Ohren gut hören und die Nase gut riechen. Der ganze Körper soll geschmeidig werden, gestützt vom Zentrum der Schwerkraft unterhalb des Bauchnabels. Die Hüfte kann locker links, rechts bewegen. Die Schulter bewegt gleich wie Baum. Den Baum wurzelt in der Erde. Wenn Wind kommt, Baum bewegt. Teilt ja auch das so bewegt. Und dann nicht bleiben, sondern vom Linksbein Schwerpunkt auf Rechtsbein wechseln und nachher auf Linksbein wechseln. Dann die Bewegung so wie Fluss wählen. Eine Welle nach einer Welle. Ja, immer kommt die Bewegung wie Wolken. Nach dem Qigong ist man leicht und beweglich für Tai Chi Chuan. Es hat sich im 18. Jahrhundert aus einer Kampf- und Verteidigungskunst entwickelt. Tai Chi Chuan besteht aus Figuren mit genau definierten Bewegungsabläufen. Figuren der Abwehr oder des Angriffs. Sie werden langsam ausgeführt, dienen deshalb heute nicht dem Kampf, sondern der Gesundheit und dem Wohlbefinden. Die Figuren muss man zu Beginn präzis lernen. Eine Abfolge kann 24 oder mehr Figuren haben, 5 oder 20 Minuten dauern. Die Bewegungen sind ein ständiger Wechsel von Öffnen und Schließen und der Himmelsrichtungen. Der Meister Lien Chen-Chi-Ing ist Lehrer für chinesische Bewegungskünste. Er ist auch Schauspieler und Akrobat und war Mitglied der berühmten Peking-Oper. Wenn es etwas gibt, das man nicht in den Griff bekommen kann, dann ist es das Phänomen Entspannung, weil es geht eben genau darum, loszulassen und nicht etwas in den Griff zu bekommen. Und wie man dazu kommt, ich glaube, da gibt es so viele Wege, wie es Menschen gibt. Und einige davon sind wissenschaftlich anerkannt, andere sind wissenschaftlich noch nicht untersucht. Ja, das heißt nicht, dass sie nicht funktionieren. Ja, das heißt einfach, dass man das noch nicht untersucht hat. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man etwas findet, was seinen individuellen Neigungen entspricht. Jede Kultur und jede Religion stellt Entspannungsräume zur Verfügung. Auch die christliche Kirche. Gebaut an Orten oft, wo schon vor den Christen Kulte gefeiert wurden. Wo man Gottheiten besang, Geister, die über dem Alltag standen.
wo man Heilige verehrt, die bei Problemen beistehen. Die Stille lädt zum Innehalten, vielleicht zum Gedenken an Vergangenes oder Zukünftiges. Sich etwas Zeit nehmen, ein Luxus heute. Zeit haben heißt, auf sich hören. Oder auf andere, auf Musik und Kunst zum Beispiel. Oder an das Hier und Jetzt denken und nicht schon an die nächste Arbeit. Genießen, ohne Angst, etwas zu verpassen. Das setzt Energien für den Alltag frei, wenn es gelingt, den Geist zu entspannen. Ich kann den Geist vergleichen mit meiner Hand. Wenn ich einen Gedanken denke, ist es wie wenn ich mit meiner Hand etwas fasse. Und jedes Mal, wenn ich einen Gedanken denke, ist mein Geist beschäftigt. Und mit der Hand, wenn ich etwas anders machen möchte, wenn ich Ihnen die Hand geben möchte, ich muss zuerst den Gedanken loslassen. Also ich muss zuerst dieses Gefäß loslassen, um Ihnen die Hand geben zu können. Und genau das Gleiche ist mit dem Gedanken. Ich muss einen Gedanken loslassen, um etwas anders denken zu können. Und dieser Moment ist Ruhe in meinem Geist. Und das ist Entspannung, mentale Entspannung. Ein schneller Produktionszyklus verlangt hohe Flexibilität. Wer den Kunden richtig berät, hilft ihm, Zeit und Nerven zu sparen. Wer den richtigen Ton findet, hat einen Vorsprung. Hohe Anforderungen, das kann auch Stress bedeuten. Bei der amerikanischen Firma IBM, hier in Zürich Altstetten, ist die richtige Balance der Mitarbeiter ein Thema für die Geschäftsleitung. Kurse zum Stressabbau und zur Augen- und Muskelentspannung werden angeboten. Und es gibt einen Entspannungsraum. Enrique Sanchez, er berät Kunden bei internationalen Verträgen, geht öfters mal hin, wenn die Arbeit ihn bedrängt. Der Raum steht allen jederzeit offen. Vor 20 Jahren ungefähr entdeckte ich, wie schön das war, sitzen und nichts tun und nichts denken und nichts schauen, leer werden und Energie tanken. 10 bis 15 Minuten jeweils meditiert er, eine Art Zen-Meditation. Wie oft und welche Art Erholung sich die Mitarbeiter holen, entscheiden sie selbst. Nicht die Zeit zählt, sondern die Produktivität. Nur ein nicht gestresster oder ein Mitarbeiter, der in Balance ist mit seiner Gesundheit, seiner Arbeit, ist eigentlich produktiv. Also insofern ist es wichtig, dass diese Balance stimmt. Und genauso wichtig ist, dass wir ihm dabei helfen können, weil es nützt uns nichts, wenn die Mitarbeiter gestresst sind und ihre Leistung nicht erbringen können. Also Leistung und Stress hat einen sehr engen Zusammenhang bei uns. Jorge Sendales ist Unternehmensberater und gleichzeitig verantwortlich für die Auslastung von rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich werde einerseits fachlich gefordert und viel wichtiger, ich werde auf der menschlichen Seite gefordert. Ich muss Entscheidungen treffen, die eben mit Menschen zu tun haben. Und ich bin froh, wenn ich mich hier entspannen kann und gerade diese Entscheidungen nochmals überdenken und dann zu dieser Entscheidung zu finden. Ich habe das Glück, dass ich 10 Minuten sehr tief schlafen kann und dann ohne Fremdes dazutun, bin ich dann wach, sehr erholt. Der innere Wecker funktioniert, wenn man sich intensiv einredet, dass man nur 10 Minuten schlafen wolle. Ein kurzer Tiefschlaf, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, entspannt und belebt. Eine andere anerkannte Methode der Entspannung ist das autogene Training. Dabei suggeriert oder befiehlt man sich selber die Entspannung. Mit den Gedanken kurz weg von der Arbeit und sich auf sich selber besinnen. Ich denke, so die Konzentration auf die Stille ist auch ein sehr, sehr starker kreativer Prozess. Und es ist eine Investition. Für mich ist es eine echte Investition in mehr Effizienz. Wer sich entspannt, kann nachher neu durchstarten. Und ich glaube, die Zeit holt man
zwei- bis dreimal wieder rein, die man hier im Ruheraum verbringt. Beim autogenen Training sagt man sich innerlich 6 Formeln vor, repetiert jede Formel 6-mal und versucht zu empfinden, was man sich befiehlt. Zuerst rechter Arm schwer, dann Arme angenehm warm, Atem tief und ruhig, Herz regelmäßig, Bauch warm und schließlich Stirne angenehm kühl. Zunächst entspannt sich die Muskulatur. Die entspannten Muskeln werden besser durchblutet und die Herztätigkeit beruhigt sich, der Atem beruhigt sich. Es ist eine hormonelle Angelegenheit zunächst einmal. Das ganze Nervensystem stellt um. Das unwillkürliche Nervensystem, das sonst ohne unser willentliches Dazutun funktioniert, kann dann willkürlich mit dem Willen beeinflusst werden. Etwa bei Stress oder Krankheiten. Es ist zunächst einmal einfach eine psychohygienische Maßnahme für den Alltag für sehr viele Menschen. Dann gibt es eine Reihe von medizinischen Problemen, die mit dem autogenen Training mindestens als Hilfsmittel kann das verwendet werden. Viele psychosomatische Erkrankungen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Erkrankungen, überhaupt Schmerzzustände aller Art, da ist das autogene Training ein gutes Hilfsmittel. Ein viertelstündiges Training kann jedenfalls die Konzentrationsfähigkeit wiederherstellen. Mit dieser Technik der Autosuggestion kann man auch Ängste abbauen. Die Angst vor dem Fliegen oder dem Versagen. Oder vielleicht die Angst bei der Bushaltestelle vor dem Einsteigen ins Gedränge. Wenn das Herz vor Angst zu rasen und der Puls zu klopfen beginnt. Diese Menschen können lernen, ein bisschen autogenes Training im Stehen. Sie machen nicht die ganzen 6 Formeln, aber einfach, ich spüre, wie ich stehe, die Fußsohlen, vielleicht die Atemübung. Und dann wird der Angstkreislauf unterbrochen und im besten Fall gehen Sie frohgemut in den Bus und kümmern sich nicht um die Menschen. Die Autosuggestion soll aber realistisch sein. Es hilft nicht, sich einzureden, man beherrsche den Prüfungsstoff, wenn man nicht gelernt hat. Dann lieber richtig durchatmen, bewegen und entspannen in einem. Vielleicht beobachten, wie Tiere sich verhalten. Zusehen, wie elegant und leicht ihre Bewegungen sind. Wie gelassen ihre Stimmung. Oder auf einfache Art die Schönheiten der Natur genießen. Die Wolken, die Düfte der Erde. Auch das ist erholsam und gibt Energie für den Alltag.